Die Hände in die Höhe, hier kommt der Mann, der alle erzittern lassen kann. Aus seiner Höhle kommt der Graf, der alles, aber auch wirklich alles darf. Das ist unser Graf, Knicke die Knickelwitz. Knickwitz, der Mann, der immer. Schluss damit, du Klock. Du bringst die Fenster zum Bersten. Das wird das hier. Oh, das, ich habe auch Klock dazu aufgefordert. Ein kleines Liedchen zur Besserung der allgemeinen Moral. Und als Strafe dafür, von diesem Helden schon wieder besiegt worden zu sein. Er wird dieses, wie tausendmal singen. Tausend? Tausendmal? Oh, du bist noch viel böser, als ich dachte. Aber genug geplaudert. Und wo ist überhaupt der Graf? Ich will ihn sehen. Er scheint mich in letzter Zeit zu übersehen und mir ist so langweilig. Hey, Graf? Mein zerstörungswilliger kleiner Freund ist bereit, in Aktion zu treten. Roboter ist bereit, den Helden aufzuhalten. Ein Wort und er ist unterwegs. Gute Einstellung, aber lassen wir den Roboter in meiner Garage, okay? Der Graf hat uns spezifische Befehle gegeben. Hast du das verstanden? Das gefällt mir nicht. Wir sollen hier drauf warten, dass der Held uns erwischt? Der Graf benötigt meine Dienste also im Moment nicht. Excellent, und schon bin ich wieder weg. Du gehst nirgendwo hin. Wir warten. So lautet der Befehl des Grafen. Sein Wort steht über allem. Seid brave Schergen und bleibt an eurem Platz, okay? Danke. Aber mir ist so langweilig. Roboter braucht doch seinen täglichen Hauer. Und ich kann hier doch nicht einfach herumlungern. Hier ist nichts los. Ah, nicht einfach, wenn man ruhig warten soll und sich doch so sehr nach Vergeltung sehnt, nicht? Dimension. Die Befehle des Grafen stehen nicht zur Diskussion. Ohne jede Ausnahme, ist das klar? Wir sollten nicht einmal über einen geheimen Angriff nachdenken. Vergiss diesen Gedanken ganz schnell wieder. Den Helden zu besiegen würde dem Grafen sicher gefallen. Aber wir müssen seinen Befehlen gehorchen. Ups, da fällt mir ein, dass ich noch etwas Wichtiges erledigen muss. Bin bald wieder da. Bis dann. Ja, ich musste den Tank, das Robot, das Volk danken. Ich bin sofort wieder da, sobald sein Tank voll ist. Le Vol Dimensio. Man sieht sich das einer an, dann sollte ich mich wohl auch auf den Weg machen. Sieh nur, Timpani, die Sterne sind wunderschön, nicht wahr? In meinem Dorf glaubt man daran, dass Sterne die Wünsche erfüllen. Oh, ist das so? Dann sollten wir uns schnell etwas wünschen, oder? Ich habe keine Wünsche mehr. Wirklich? Mein Wunsch wurde mir bereits erfüllt. Das Wichtigste bist du. Timpani, ist dir nicht kalt? Überhaupt nicht. Können wir uns so verharren? Nur noch ein bisschen länger. Tippi? Tippi? Was ist los, Tippi? Du schienst gerade woanders zu sein. Habt ihr das eben auch gehört? Nein? Na gut. Es ist nur, für eine Sekunde hatte ich das Gefühl, mich an etwas Wichtiges zu erinnern. Die Leere sieht aus, als wäre sie gewachsen. Wir müssen schnell in die nächste Welt. Beeilen wir uns. Alles klar und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Paper Mario. Im letzten Part haben wir ja das reine Herz gefunden. Und ich sehe gerade, wir haben noch zwei ganze Welten vor uns. Haha. Und noch so ein bisschen Sidequesting. Und ja. Wenn wir mal jetzt erstmal die nächste Herzsäule suchen. Die ist, glaube ich, in Flipstadt, dem Pendant zu Flopstadt. Zu Flopstadt, dem Pendant zu Flipstadt. Oh, ihr seid zurück. Habt
immer zum Himmel gesehen, die Leere wächst und wächst. Vermutlich beginnen einige der Welten schon zu zerfallen. Wie lange wird es wohl unser Flipstadt noch geben? Das Sichterprognostikon sagt nichts darüber, wie viel Zeit wir haben? Das Sichterprognostikon entstand lediglich als Antwort auf das Dunkle. Daher kann es nichts wirklich vorhersagen, auch nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich bin mir aber auch so ziemlich sicher, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Ja, wir können nicht mehr zurück. Wir können wohl kaum einfach auf das Ende warten, oder? Das stimmt natürlich, meine Liebe. Neuerem hat mir eine Nachricht geschickt. Jemand hat am Rande von Flopstadt eine Herzsäule entdeckt. Das ist vermutlich ein guter Ansatzpunkt. Ich werde mich weiter dem lichten Prognostikon widmen. Da knarrt die Tür. Kannst du mal zwischenspeichern? Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Flopstadt. Leben haben wir voll. Das ist schon mal eine tolle Sache. Hier gehen wir später mal rein. Ich glaube, wir müssen eins tiefer. Jip, jip, jip. Dann gehen wir erstmal in den Shop hier. Wir haben so viel unnützen Kram eigentlich. Schönen Tag. Wie geht's, wie steht's? Willkommen in meinem Laden in Flipstadt. Was darf es sein? Ja, was lagern? Die Saftsuppe. Ja. Weg damit. Weg mit dieser Fangkarte. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr. Was kann denn noch weg? Die Fleischkeule? Ja. Und den Sternwind. Das sollte erstmal reichen. Vielleicht können wir noch was einkaufen. Obwohl, nee, da gucken wir lieber in Flopstadt. Was es da Schönes gibt. So. Hier müsste es ja dann irgendwo, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Hier ist die Köchin. Ding, ding, ding. Hier, glaube ich. Jupp. Genau. Kennst du Flynn? Der verkauft euch verrückte Sachen, die sind toll. Obwohl die Welt endet, verkauft er im Untergrund weiter seine Sachen. Wenn du Interesse hast, solltest du dich auf die Suche nach ihm machen. Okay, verschwinde von der Tür, nicht wahr? Ach so, nee, warte mal, so war es doch gar nicht. Hier durch. Ja. Jim, Jim, dann sind wir wieder an der in der Kapelle. Das müsste dann soweit passen. Halle der Spiegel. Genau. Zum Glück müssen wir das Rätsel nicht nochmal machen. Jupp. Verwirrt. Jupp. Ha. Ey, das Knarzen der Tür ist so Hammer. Jo, jetzt sind wir in Flopstadt. Sehr gut. Du, du, du. So. Juhu! Das ist der Kartenhändler. Mal schauen. Ob wir das mal so direkt finden. Jupp. Dieses Hin und Her ist Wahnsinn. Aber geil. Ja, ja. Ach, hier Französin. Da wollen wir nicht hin. Nee. Steht da irgendwas hinter dem? Okay. Gucken wir mal. Werden wir mal vorsichtshalber eins nach oben gehen? Ich ahne, wo es ist. Aber erstmal gehen wir in den Shop. Shoppen. Sachen kaufen, Goodies kaufen. Wir haben ja so viel Geld. Keinen schlechten Tag. Okay. Wie geht's? Alles klar. Willkommen in meinem Laden in Flopstadt. Das erste Mal hier. Was darf es sein? Kaufen, natürlich. So, oh, was ist das? 50 KP, super, 20 KP. Ach, davon nehmen wir mal einen mit. Kann ja nicht schaden. Mal gucken, was der noch so Schönes hat. Voltopilz. Pilzschock, okay.
Goldmedaille, Goldschatz. Aha. Stoppuhr. Die ist ganz cool, die nehmen wir einmal mit. Und das reicht auch. Juhu. Danke für deinen Einkauf, bis dann. Yep. Schaut mal, wir können ja hier jetzt reingehen. Ah. Achso. Ach, eigentlich müsste man da noch drüber kommen. Schauen wir mal. Wir haben noch Knüppi bekommen. Ha? Dann setzen wir ihn noch ein. Oh, was? Eine Röhre. Coole Sache. Ja. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, wah, 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 wah. Hey, das war nicht so cool. Was macht ihr denn hier? Zip. Geilo. An den Helden, schon vergessen. Wenn du feststeckst, dreh dich. Jupp. Danke für den Hinweis. So zufällig hier so zwischen, ne? Oha. Hier brauchen wir Zippy. Haha. Geilo. Oh, schnell umdrehen, genau. Warz, warz. Dich nehmen wir noch mit. Haha. Ja, ist heute mal wieder ein Part in der Stadt. Dam, bam, bam. Da, 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 da. Okay, hä? Ach so. Ui. Oh, Knüppi. Oder Knüppel. Was? Oha. Was habe ich angestellt? Yeah, baby, yeah. Cool. Ja, liebe Freunde, die nächste Tür zum nächsten Kapitel, zum 6. genau zu sein. Im nächsten Part. Ihr kennt das doch schon, liebe Freunde. Beim Duell der 100 wird der Held auf dunkle Mächte treffen, geboren aus Chaos. Besiegen ihn die 100, so wird das Chaos wachsen und das reinste Herz vergehen. Und der Held wird in das Land der beendeten Spiele stürzen. Okay. Das steht in dem Kapitel des lichten Prognostikons, das ich gerade übersetzt habe. Es scheint, dass du diese Duelle gewinnen musst oder alle Welten werden zerstört. Und wenn das geschieht, ist das Spiel aus und das reinste Herz verloren. Ich weiß wohl, dass dies sehr entmutigend klingt. Dennoch müsst ihr diesen Weg weiter beschreiten. Es stimmt mich traurig, dass ich euch nichts anderes sagen kann. Ja. Das war aber wirklich sehr aufbauend, würde ich einfach mal so sagen. Da. Wir haben trotzdem noch ein klein wenig was zu. Wir haben trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Ja. Hier haben wir erstmal alles erledigt. Das ist schon mal fein. Tschakka! Dam, bam, bam, ba, 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 bam. Gehen wir erstmal wieder raus hier. Warum sind die Kratzer immer so lange, Mensch? Ist doch cool. La 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 la. Okay. Was ist das da eigentlich für ein komisches Ding? Ich muss hier direkt mal gucken gehen. Aha. Okay. Ah, ich bin überrascht, dass du mich gefunden hast.
Ich heiße Röhrenbert, ich bin der Meister der Röhrenschmiede. Hast du je gedacht, in der Stadt umherzulaufen dauert einfach zu lange? Klar, dachte ich auch. Darum ist es meine Aufgabe, Transportröhren zu bauen. Ich habe mich hier umgesehen, klar. Ich denke, hier kann ich eine Röhre zum Fuße des Flipstadtturms bauen. Was hältst du davon? Du deckst meine Material- und Arbeitskosten, klar? Ich könnte diese Röhre mit Leichtigkeit bauen. Aber du siehst nicht besonders reich aus. Wie wär's mit 300 Münzen? Kommen wir ins Geschäft, okay. Habe ich die? Ich fühle mich schlecht, dir das zu sagen müssen, aber du hast keine 300 Münzen. Wenn du das Geld aufgetrieben hast, dann komm wieder, klar? Ja, das wissen wir jetzt, okay. Keinesfalls. So, wie viel? 231. Müssen wir mal gucken. Ob wir vielleicht noch was. Vielleicht können wir noch was verkaufen. Die Röhre wäre schon ganz cool. Oder wir machen sie beim nächsten Mal. Nee, wir verkaufen mal ein bisschen Zeug. Keinen schlechten Tag. Genau. So, mal schauen. Abholen. Was haben wir denn hier für ein Kram? Die Feuersoße. Ach, ich glaube aber, das macht alles nicht unbedingt so den Kohlfett. Powerblock. Die Fangkarte will ich schon ganz gerne aufheben. Kräuter, weg damit. Achso, meine Karte. Ah, okay, meine Tasche ist voll. Alles klar. Gut. Verkaufen. Ah, ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. Den Powerblock noch. Ah, doch, könnte knapp werden, ne? 79. Nicht übel, sprach der Dübel. Feuersoße. Ach komm, weg damit. So, fehlt ja nicht mehr viel. Was können wir da noch weghauen? Ach komm, den Donnerzorn. Suppi. Nö, nicht übel, sprach der Dübel. Man denkt, wenn du etwas verkaufen möchtest, denk an mich. Sehr freundlich, sehr freundlich. Dann wollen wir mal die Röhre bauen. So, mein Freund. Na klar. Jep, 300 sollst du haben. Oh, jede Menge Schotter. Das ist spitzmäßig, klar. Ich fange schon mal an, du bleibst schon mal aus dem Weg. Oha. Der gibt ja mal richtig Gas. Wow. Die Säure ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet. Benutze sie, wann immer du willst, klar. Kluge Leute sind immer sehr gründlich. Du hast eine kluge Entscheidung getroffen. Nun, ich muss los. Okay. Coole Sache. Sollen wir kurz nochmal hier reingehen? Wollen wir mit dir reden? Oh, du kommst gerade recht. Mein Herzen geht es schlecht. Eine Frage habe ich nach einem Gefallen für mich. Wäre das ein Problem für dich? Wenn es nicht so stressig ist. Ah, danke vielmals, danke sehr. Ich wusste dein Wesen sehr. Neulich war ich tief bewegt, habe die Kugel glatt verlegt. Ich benutze dieses Substitut, doch das gefällt mir gar nicht gut. Mehr leblich, so denke ich, hat wohl noch eine Kugel für mich. Geh zu ihr und frage sie schnell nach einer Kugel, bevor ich eine bestelle. Du weißt, wo mehr leblich sich befindet. Dort, wo der Weg zum Außenbezirk sich windet. Danke vielmals, danke sehr. Jo, da haben wir ja die Röhre gebaut. Die kommt uns jetzt sehr gelegen. Sparen wir jede Menge Zeit, liebe Freunde. Jupp. Tada. Hi. Und zucki. Ich habe euch erwartet, ihr wollt etwas über eine Kristallkugel wissen. Keine Angst, ich bin mehr lieblich. Vorher sagen sie meinen Beruf. Ihr kommt von Merli, oder? Ja, die Kugel ist bereit. Hier, bitte. Aber wartet, erst müsst ihr noch etwas für mich erledigen. Ich will etwas fitter werden und trainiere dafür. Ein Bekannter meinte, er hätte da ein nützliches Trainingsgerät für mich.
Aber ich habe so viel zu tun, dass ich ihn noch nicht besuchen konnte. Der Bekannte, von dem ich sprach, ist Sophustus, der Dimensionsweise. Ihr würdet mir wirklich helfen. Könntet ihr wohl das Gerät für mich bei ihm abholen? Wenn ihr das für mich tut, gebe ich euch die Kristallkugel. Sein Haus ist in der Straße von Linearia, hinter der roten Tür des Flippstadtturms. Danke für eure Hilfe. Ja, das machen wir doch. Wird prompt erledigt, meine Liebe. Da wollen wir mal. Hier nach oben, genau. Zip. Cool, wir besuchen nochmal Linearia. Na, wenn das nichts ist. Na guten. Die Tür führt zum Kapitel 1 Linearia. Zu welchem Abschnitt möchtest du? Kapitel 1.1. Probieren wir mal. Kapitel 1.1. Willkommen im zweiten Part. Ja. Ach, sich schön. Ich glaube, hier brauchen wir uns nicht großartig drum zu kümmern, die Gegner zu bashen. Denn, ja. Ah, ein bisschen Pinke können wir mitnehmen. Ja. Ding, 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 ding. Ich glaube, er war gar nicht so weit weg, der Gute. Jupp. Jupp. Knarz. Ach, ist das schon, ist schon eine ganze Weile her, liebe Freunde. Ja. Ich glaube, 20 Parts oder so. 21, 22. Unser aller Held, was bringt dich in die Nähe meiner blendenden Aura? Du bist also wegen der Übergangseinheit von mir lieblich hier. Ja, natürlich kenne ich solch eine Maschine. Normalerweise würde ich eine solche Frage gar nicht akzeptieren, aber du bist der Held. Also gut, Held, ich muss dich um etwas bitten. Ich habe Onkel Pass auf, den Bürgermeister von Altsteinstadt, etwas Bestimmtes geliehen. Und du müsstest das für mich zurückholen. Ich habe ihn schon etliche Male darum gebeten. Für ihn muss es aber sehr wertvoll sein, denn er hat es nie zurückgegeben. Bringst du es mir zurück, werde ich dir die Übungseinheit überlassen. Nicht Übergangseinheit, sondern Übungseinheit. Frag ihn einfach nach, denn du weißt schon. Er wird wissen, was gemeint ist. Und jetzt los mit dir. Okay. Ich glaube, der war in Kapitel 1, 2. Ha. Dann können wir direkt mal die Röhre verwenden. Wichtige Items. Heizungsröhre. Jupp. Jupp. Nice. Da sind wir schon wieder. Da gehen wir noch nicht rein. Nein. Später. Ja, 1-2, bitteschön. Einmal noch 1-2, bitte. Ab zu Onkel, pass auf. Kapitel 1-2. So unbeschwert, so ruhig. Aua! Oh, schauen, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen, liebe Freunde. Ja. Müssten wir ja gleich da sein. So, wie ging's hier weiter? Ach ja, genau. Jupp. Wobei die erste Welt ja nun wirklich noch wie ein Tutorial war, ne? Eigentlich mehr oder weniger, glaube ich. Yep. Dun, 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 dun. Aha. Weg mit dir, du Ola Cooper.
Wer kann diese mathematische Gleichung lösen? Ui. Ach ja. Genau. Die wir laufen ja hoch und ganz entspannt, dass uns keiner wehtut. Fantastico! War ich jetzt wirklich richtig mit 1-2? Hier war der Brückenwächter? Ah ja. Na, speichern wir mal. Na klar. Vorsichtshalber, liebe Freunde. Ei. Müssen wir mal gucken, wo Onkel Passauf jetzt war. Nee, hier nicht. So viel rumgelaufen. Muss ja auch mal sein. Das ist schließlich ein RPG. Ja, super. Hier kommen wir... Ah ja, ist klar. Hier ist Kapitelende. Im letzten Haus dann. Hier. Knarz. Jo.